Hallo, herzlich willkommen zu meinem Tutorial Rhythmische Ebenen in der Jazz- und Popmusik. Ich habe ein schönes Konzept zusammengestellt, das ganz gut erklärt, glaube ich, wie die rhythmischen Beziehungen in der Jazz- und Popmusik funktionieren. Das ist natürlich nur ein Denkmodell, aber kein schlechtes. Ich habe festgestellt, dass viele Laien genau da ein bisschen Probleme haben, in dieser Striktheit. Und deswegen möchte ich euch das heute mal vorstellen. Damit kann man relativ viel in Jazz und Pop erklären. Eigentlich fast alles. Die Jazz- und Popmusik unterscheidet sich von der Klassik in ganz erheblichem Maß darin, dass es ein sehr starres Rhythmusgeflecht gibt, was auch durchgeht. Es hat jetzt natürlich viel bei aktuellen Titeln mit der Produktionsweise zu tun, weil alles am Computer produziert wird. Es ist meistens völlig durchgetaktet, durchgenagelt, sehr stark quantisiert. Ja? Ist aber früher auch schon so gewesen. Vor 100 Jahren hat man auch versucht, möglichst tight zu spielen und möglichst keine Eins zu verschleppen und gar nichts, kein Ritardando mittendrin, dass alles genau bam, 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 immer schön im Takt bleibt, weil es natürlich Tanzmusik ist. Und beim Tanzen braucht niemand ein Orchester, was rumeiert. Das muss alles nach vorne gehen. Wenn, dann darf es ein bisschen schneller werden über die Zeit. Insofern hat sich da eine Musikrichtung entwickelt, die als Tanzmusik konzipiert ist und die deswegen ein sehr starres Rhythmuskorsett hat. In der Klassik, zumindest in dieser bisschen Kunstform-Klassik, Richtung Symphonien meinetwegen, ist es nicht so. Da geht es vielmehr um Phrasen, da liegt auch ein Tempo-Teppich drunter, der aber sehr weich ist. Ja, da geht es nicht um millisekundengenaue Einhaltung der nächsten Eins. Da geht es mehr um große Melodieeinheiten, um Bögen. Aber dazu wird auch nicht getanzt. Deswegen ist das auch total egal. Da geht es um ganz andere Dinge. Im Pop und im Jazz geht es um Tanzmusik. Deswegen liegt da ein festes Raster zugrunde. Dieses Raster besteht aus mehreren Ebenen. Es besteht aus einer Beat-Ebene, habe ich die mal genannt. Ja, da. Das sind üblicherweise das, was man als Viertel notieren würde, wenn man Noten schreibt. Was also irgendwie Beats sind, die man erkennen kann in diesem Rhythmus. Ich habe ein Beispiel dabei. Klingt zum Beispiel so. Ja, hier sind Beats ganz klar zu erkennen. Das sind diese Dinge hier. Ja, hört man richtig. Obwohl es noch dezent programmiert ist, da gibt es auch ganz andere Nummern. Ja, in Disco-Nummern sind meistens die Viertel einfach bum, 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 die knallern durch. Das Zweite ist aber auch, dass es zusätzlich zu diesen Beats eine Art Puls gibt in jedem Stück. Der Puls ist das auf eine Bewegungseinheit, auf die man sich bewegen würde. Ja? Bei diesem Lied wäre das wahrscheinlich auch genau dieselbe. Hier ist also der Beat und der Puls völlig identisch. Okay, das sind Beats, gleichzeitig auch der Puls des Stückes. Bam, 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 bam. Was höre ich noch? Ich höre aber noch was anderes, zum Beispiel Double Double Blame on Me. Das sind natürlich kleinere Einheiten. Hier hatten wir den Beat. Der Beat unterteilt sich in eine Untereinheit und in noch eine schnellere Untereinheit. Ja? Das sind Achtel, Sechzehntel. Achtel, Viertel. Der Beat läuft auf Viertel und hat zwei Untereinheiten, die wir coolen englisch sprechenden Popmusiker Subdivisions nennen. Ja? Unterteilungen der eigentlichen Beat-Ebene. Das könnte so aussehen hier. Ja? Da habe ich oben eine Ebene, die heißt Beat und Puls, das entspricht den Vierteln. Gibt es auch vier Stück im Viervierteltakt. Fast alles in unserer Welt besteht aus Vierteln. Und darunter liegen zwei Ebenen Subdivision. Eine Achtelebene, in dem Fall so. I'm only human. Oder Subdivision Nummer 2, Sechzehntel. After all, I'm only human. After all, don't put your blame on me. Kommt in der Melodie auch vor. Noch sehr viel weitere Subdivisions höre ich jetzt in dem Fall nicht. 32. kommen irgendwie nicht vor und sind auch viel zu, das wäre, da höre ich kein Raster mehr. Ja, das ist eigentlich das Raster, was ich bei dieser Musik empfinde. Es gibt einen Puls mit Beat und zwei Möglichkeiten einer Subdivision. Ja?
Das kann jetzt natürlich noch ein bisschen anders aussehen. Das mit dem Puls ist ein komisches Konzept, macht aber zum Beispiel bei dieser Musik Sinn. So, das ist natürlich Samba, brasilianische Musik. Und ich spüre als Tanzpuls dieses hier. So setze ich auf die Füße. Als Grundrhythmus, als Rhythmusverlagerung, ja? Von links nach rechts. Das ist aber in dieser Musik nicht der Beat. Das ist jetzt, würde in der Rasterung so aussehen. Ich habe eine Beat-Ebene. Das sind nicht hier Beats. Das sind Viertel. Der Puls ist aber hier. Ja? Das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, dass Beat- und Puls-Ebene unterschiedlich sind. Auch hier gibt es aber wieder Subdivisions, nämlich 8. Und 16. wahrscheinlich auch. Oh nein, die Eiern wahnsinnig. Ja, das ist beim Samba also zum Beispiel der Fall. Da ist tatsächlich ein langsamer Puls und Beats. Weil es schon eine nach vorne Musik ist. Es entspricht in der Klassik ungefähr dem, was man à la Breve nennt. Dass vorne das Viervierteltzeichen so ein bisschen durchgestrichen ist. Ja, dass der eigentliche Puls eher halbe sind, obwohl die Beats schneller sind. Gut, Beat- und Pulsebene also manchmal unterschiedlich, in 95% der Fälle aber nicht. Ist nur bei schnellen Liedern tatsächlich der Fall. So, das war Teil 1. Teil 2. Die Subdivision-Ebene ist eigentlich die spannende Ebene. Wenn unsere Welt nur aus Vierteln besteht, wäre sie sehr übersichtlich. Das würde für manche Musikrichtungen schon fast reichen. Aber für die meisten nicht. Für die, die wir Musiker spannend finden, allemal nicht. So, in den Subdivisions gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Dass die binär unterteilt sind. Sprich, dass sich jedes Viertel wieder aufteilt in zwei Achtel. Ja, ich habe hier Viertel, teile die gleichmäßig auf. Und dann geht es ganz gleichmäßig durch. Ja? Das nennt man binäre Aufteilung, weil von binär, weil zwei reinpassen. Es könnte aber auch sein, dass in jedes Viertel immer drei Achtel hineinpassen. Ternär könnte man dieses Feeling nennen, wenn man mit Fremdwörtern um sich werfen möchte. Wenn ich auf der Session sage, ah, spielen wir es eher ternär, ist wahrscheinlich schon der Großteil der Musiker wieder raus. Sage ich also nicht. Aber das Feeling kennt jeder. Dann wird ein Viertel unterteilt in drei Achtel. Das sind die Viertel, die unterteile ich in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hört sich zum Beispiel in langsam so an. Ja, die Beats und der Puls sind hier Viertel, pam, pam, pam. Jedes Viertel unterteilt sich in drei Achtel. Drei Subdivisions. Und zwar. Das ist bei diesem Beispiel sehr plakativ zu sehen und zu hören. Würde so aussehen hier. Wir sehen in der oberen Zeile nichts, denn der Puls ist auf der Viertelebene und drunter liegt eine Subdivision-Ebene, die aus drei Kästchen besteht. Ja? Ich höre vor allem. Aber es ist eigentlich immer drei drin. Ja? Eine ganze Musikrichtung baut darauf auf, dass ich ein ternäres Gefühl habe, das ist alles, was in Richtung Swing geht. Da hört man von diesen dreien meistens nur das erste und dritte Achtel. Man hört also eigentlich nicht ta 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 ta, sondern ich höre eine Unterebene, die macht ta 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 ta. Also auch ein ternäres Gefühl. Ich höre zwar zwei Noten, aber eigentlich ist dazwischen noch eine dritte, die meistens eine Pause darstellt. Ja? Klassischerweise würde das so klingen. Viertel. I never cared much for moonlit skies. Never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light.
Hört man natürlich Gemütsrang, also bleibt übrig. Das sieht so aus, wie gerade eben Beispiel 3. Eine Channel-Unterteilung der Subdivisions. Ich höre eine bisschen breitere erste Note und eine etwas späte zweite Note. Ja, so ist das. Ternäre Subdivisions gibt es aber nicht nur in dieser Achtel-Ebene. Also das, die jetzt meinetwegen im Jazz, in dem Swing ganz, ganz groß ist. Aber im Pop gibt es auch oft. Die ternäre Ebene kann auch eins tiefer sitzen. Also nicht in den Achteln, sondern in der zweiten Subdivision-Ebene, was man als Sechzehntel bezeichnen könnte. Jo, das klingt jetzt kompliziert, klingt aber eigentlich ganz cool. Auf dem ersten Blick gar nicht unbedingt zu hören. Ich habe hier einen Beat, der gleich aussieht wie der Puls. Ich habe eine Subdivision-Ebene. Eine Ebene drunter macht dann noch gerade, also eine binäre Subdivision-Ebene mit Achteln. So, und in den Achteln liegen Sechzehntel. Die spielt niemand komplett durch, aber wenn ich sie durchsingen müsste, wäre es natürlich nicht, sondern ja, hört ihr den Unterschied? Das ist nicht das wäre ein glattes Sechzehntel, sondern dadurch fängt das Ganze an zu grooven letztendlich. Sieht im Beispiel 4 so aus. Wir haben eine Beat-Ebene, Pulsebene, Viertel. Die Subdivisions sind noch binär. Die zweite Ebene Subdivision, also die Sechzehntel, sind ternär. Sind auch eine Art Swing. Kein Swing im Sinn von Jazzmusikern, aber trotzdem ein geiler Effekt. Gibt es sehr oft in Hip-Hop, auch oft in Funk. Das war gerade Johnny Guitar Watson, macht sowas total Laune. In allen anderen populärmusikalischen Stilen natürlich auch. Ich fasse nochmal zusammen. Musik, so wie wir sie kennen, hat ein sehr starres Rahmenprogramm, das immer konstant durchläuft, über die ganze Zeit, egal was passiert. Vielleicht höre ich nur Viertel, in Wahrheit existiert aber ein Unterraster aus Achteln, vielleicht sogar auch noch aus Sechzehnteln. Also es gibt immer einen Beat, der durchläuft, egal ob man ihn hört oder nicht. In jeder Pause spüre ich den beim Musizieren und ich spüre ihn auch beim Zuhören. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass niemand zu tanzen aufhört, dass das irgendwo immer da ist, auch wenn es gar keiner von den Musikern tatsächlich spielt. Das Feeling ist immer da und es ist immer tight. Die Beats, meistens kombiniert mit der Pulsebene, ist die eine Ebene. Drunter liegen ein bis zwei Ebenen Subdivisions, die binär sein können oder ternär. So schaut's aus. Das mal als Denkmodell. Einen zweiten Teil schicke ich euch noch hinterher, wo es ums Mikrotiming gehen wird. Um das Aufbrechen dieser Ebenen. Aber das beim nächsten Mal. So viel für heute. Ciao, danke fürs Zuhören.